Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Factorio. Ja, wir sind hier und versuchen irgendwie das in den Griff zu kriegen. Ja, was wollen wir produzieren? Gute Frage, ne? Wir haben das letzte Mal verlängert. Was ist hier eigentlich los? Aha, die Holzkiste ist voll, deswegen geht da nichts mehr, ne? Jetzt nimmt er wieder ab und dann geht es auch ein bisschen wieder voran, denke ich mal. So. Was brauchen wir hier? Kupferplatten. Gut, die drei Zahnräder können wir da auch noch reinschmeißen. Dann passt das schon mal wieder. So, hier fehlt es an Forschung in Grün, ne? Genau. Escape. So, was brauchen wir dafür? Machen wir erstmal ein paar von, ne? Haben wir eigentlich alles für, ne? Ja. Gut, das muss weitergehen. Und wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen hier. Dass das richtig läuft. Was wird denn hier produziert? Hier werden Fließbänder produziert. Und hier ist noch gar nichts in Produktion, oder wie sehe ich das? Ne, wir stehen zu weit weg, deswegen geht das nicht. Da müsste der produziert werden dann. Warte mal. E brauchen wir noch mal. Um das zu probieren, brauchen wir einen Knickarmroboter. So, und das Fließband. Fließband ist hier. Knickarmroboter ist da. Wähle einen Bauplan für die Montage. Ja, geht nicht. Aber warum nicht? Ah, das wird dem anderen hergestellt. Das heißt, wir müssen dafür einen anderen Bauplan haben für das Teil. Okay. Machen wir die drei auf jeden Fall da auch wieder rein. Knick am Roboter müssen wir dann erst händisch herstellen. So. Die werden erstmal produziert. Und da werden Fließbänder gemacht. Dann bauen wir den da mal ruhig wieder hin. So. Ach so, die landen hier unten, ne? Genau.
Okay, dann brauchen wir Fließband. Machen wir hier. Machen wir dahin. Ja, doch so rum war richtig. Aber dann müssen wir wieder weg. So, jetzt wird dann auch Fließband da reingemacht. Strom brauchen wir noch. Passt. So, jetzt werden die auch produziert. Naja, alle machen wir jetzt gerade mal nicht. Was wollte ich jetzt tun? Gute Frage, ne? So, hier waren. Wir sind zu weit weg, deswegen geht das hier nicht. Hier werden noch die Fließbänder produziert. Okay. Müssen wir jetzt da rausnehmen. So, und hier werden Fließbänder gebraucht. Der Roboter nimmt die aber nicht raus. Ach so, weil er nicht wieder abliefern kann. Das heißt, wir drehen da mal den um. Strom hat er noch nicht. Und der produziert erstmal in die Kiste, wenn. So, jetzt funktioniert er. Jetzt holt er sich die da auch rein. Ach so, Fließband. Ja, Fließband haben wir ja gerade, ne? Die müssen wir mal hier unten reinpacken. Und dann bauen wir die da weiter. So, jetzt dann da hoch. So, geht nicht, weil wir zu weit weg sind. Wieder zu weit weg. So, das passt. Knickarmroboter dahin. Der packt da rein. Brauchen wieder Strom. Haben wir auch. So, jetzt laufen die Dinger da weiter. Jetzt kriegt er den auch zwischendurch mal da rein, ne? So, jetzt packen wir das Fließband, machen wir hier weiter. Okay, dann müssen wir wieder hochgehen. Gut, lassen wir erstmal so. Da oben packen wir eine Kiste hin. So, dahin und dann den Roboter daneben. Fehlt es wieder an Strom. Das ist das Falsche. Das ist das Richtige. So. Oh, die Kiste steht falsch. Kiste muss da weg. Und
Kiste muss dahin. Gut, jetzt packt's. So. Jetzt hat der den aber gar nicht genommen, den grünen da, ne? Das ist auch gut. Ja, nutze Wissenschaft. Wieso geht er da nicht hin? Zu weit weg oder was? Wahrscheinlich. Genau so ist es. So, kriegt er den jetzt oder nicht? Hat er geholt. Wunderbar. So, jetzt müsste es ja dann jetzt ein bisschen vorangehen hier, ne? Und noch 6, die packen wir da mal gleich mit rein. Dann geht's auch weiter voran. So. Er kann wieder nicht abladen, das ist das Problem. Jetzt geht's mit den Grünen dann auch weiter. Okay. Das haben wir dann erstmal geschafft. Sieht schrecklich hier aus. Ja, da müssen wir was anders machen. Drehen wir um. So rum. So, was ich jetzt mal vermute, dass unsere Munition alle ist. Da müssen wir was tun. Ne, 39, 38, ne, geht noch. Doch, das wäre schon weniger. Hier oben haben wir auch noch so ein paar Türme stehen, ne? Die sind aber alle munitionstechnisch gut ausgerüstet, alles klar. Ja, zurzeit steht die Produktion. Hier geht's aber gut voran jetzt erstmal. Da auch, ist auch was drin. Okay. In dem Sinne funktioniert das jetzt. Nur die Knickarmroboter, die sind jetzt etwas wenig. Müssen wir mal gerade hier hingehen und da können wir mal das rausholen. Und dann packen wir das dahin, wo es hingehört, ne? Okay, der hat gerade einen roten da reingetan, dann ist es ja okay. Hier fehlt es aber daran. Deswegen wird da nichts mehr produziert. Okay. Roboter wollte ich machen, das war's. Da sind... Na, wo sind sie? Da sind sie. Gut, läuft. Warum kriegen wir hier jetzt... Da fehlt's Eisen. Okay. Ja, auf der Erde liegt ja das hier. Wie kriege ich das denn weg? Wie kriege ich das weg? Gegenstand auf dem Boden sehe ich da rechts. Aber er will das nicht entfernen. Da oben liegt auch so ein Teil daneben. Da fehlt es an Metall, dass es gemacht wird. Die fahren jetzt aber auch alle durch dann wieder.
Könnte eigentlich hier welche gebrauchen, ne? So. So, jetzt läuft auch die Produktion da wieder. Gut. Okay, gleich haben wir Logistik 2 beendet. Da kommt wieder ein Fläschchen. Schnappt er sich auch gleich. Ja, die Produktion läuft. Da kommt zurzeit keiner an. Aber da geht's knapp. Ja, hier fehlen jetzt die Zahnräder, die haben wir aber auch noch. Ja, er kann hier wieder nicht abnehmen. Nehmen wir das ab. Und das müssen wir irgendwie noch automatisiert in den Griff kriegen, richtig. Der läuft jetzt durch hier, der Grüne. Ah, okay, nicht. Da sind noch zwei und das ist gleich fertig. Gut. Das funktioniert erstmal. Gut, da ist es geschafft. Gut, um mit Forschung zu beginnen. Wo ist das Automobil da? Jetzt müssen wir das hier erforschen. Und dafür brauchen wir Zahnräder 2. Für Zahnräder 2 brauchen wir das. Gut. Die Forschung sollte jetzt laufen. Gut. Wunderbar, prima. Aber dann würde ich erstmal für die Runde sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.